gehe. Wohin? In den Weinberg. Warte! Willst du etwas? Das Frühstück, Junge. Nur lass nur, ich werde Trauben essen. Gib mir das Messer. Zu was? Um sie zu schneiden. Dein Vater nahm mich mit. Das ist gute Art. Blut. Das gefällt mir. Die Männer, Männer. Der Weizen, Weizen. Und ich, Mutter? Du? Was? Muss ich es dir noch einmal sagen? Ach, so. Hältst du es für schlecht? Nein. Also? Ich weiß es selbst nicht. So plötzlich überrascht es mich immer. Das Mädchen ist gut, nicht wahr? Anständig, fleißig, backt ihr Brot
und näht ihre Kleider. Trotzdem, wenn ich von ihr spreche, empfinde ich etwas wie einen Steinwurf an die Stirn. Torheiten. Mehr als Torheiten. Ich werde allein sein, nur du bist mir geblieben. Und ich leide, wenn du gehst. Aber du wirst doch zu uns ziehen. Nein. Ich kann deinen Vater und deinen Bruder nicht verlassen. Ich muss jeden Morgen zu ihnen gehen. Und wenn ich fortziehe, könnte einer von den Phönix von der Mörder sie schon sterben und an ihrer Seite beerdigt werden. Nein, nur das nicht. Niemals mit den Fingernägeln würde ich sie ausscharren und ich ganz allein würde sie gegen die Friedhofsmauer schmettern. Schon wieder. Verzeih. Seit wann kennst du sie? Seit 3 Jahren. Ich habe bereits den Weinberg kaufen können. Seit 3 Jahren? Hatte sie früher nicht einen anderen Bräutigam? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Die Mädchen müssen sich ihre Männer ansehen, bevor sie heiraten. Gewiss. Ich habe niemand angesehen. Ich habe deinen Vater angesehen. Und als sie ihn ermordeten, habe ich die Wand angesehen. Eine Frau, ein Mann und weiter nichts. Du weißt, dass meine Braut gut ist. Ich zweifle nicht daran. Doch tut es mir leid, dass ich nicht weiß, wie ihre Mutter war. Warum das? Junge, wann soll ich für dich werben? Ist es dir Sonntag genehm? Ich werde ihr Messingohrringe mitbringen. Sie sind antik. Und du kaufst das dir... Das verstehst du besser. Du kaufst dir durchbrochene Strümpfe. Und für dich 2 Anzüge. 3. Denn ich habe nur noch dich. Du wirst meine Braut sicher gern haben. Sicher. Geh. Jetzt bist du zu groß für Küsse. Du wirst sie deiner Frau geben. Wenn sie seine Frau ist. Ich gehe nun. Mit Gott. Kaufmann und wollte dich einmal besuchen. Wir wohnen so weit. Ich bin seit 20 Jahren nicht mehr die Straße hinaufgegangen. Du hast es gut. Glaubst du? Wo ist dein Sohn? Ist soeben fortgegangen. Er hat doch den Weinberg gekauft. Er hat Glück gehabt. Und wann wird er heiraten? Höre! Nun? Du kennst die Braut meines Sohnes? Ein braves Mädchen. Gewiss, aber... Aber niemand kennt sie genau. Sie lebt mit ihrem Vater ganz allein, sehr weit drüben, 10 Meilen vom nächsten Haus. Ein gutes Mädchen, an Einsamkeit gewöhnt. Man hat mir gesagt, sie sei schon einmal vor Jahren verlobt gewesen. Sie war damals etwa 15 Jahre. Er heiratete vor 2 Jahren eine ihrer Cousinen. Übrigens erinnert sich niemand mehr dieser Angelegenheit. Und warum erinnerst du dich? Stellst aber Fragen. Wer war der Bräutigam? Leonardo. Was für ein Leonardo? Leonardo Felix. Felix! Welche Schuld trifft Leonardo? Er war erst 8 Jahre alt, als es damals geschah. Gewiss.
aber ich höre Felix! Ich muss ausspeien, um nicht zu morden. Beherrsche dich. Was hilft dir das? Nichts. Doch du wirst verstehen. Widersetze dich nicht im Glück deines Sohnes. Sag ihm nichts. Du bist alt, ich auch. Wir müssen schweigen. Ich werde ihm nichts sagen. Nichts. Diese Dinge. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Meine Leute kommen bald vom Feld. Die Kinder, die den Schnitt an das Wasser brachten, waren ganz braun gebrannt. Leb wohl. Leb wohl.
ist still. Das Kind, es schläft schon. Gestern war ihm nicht wohl, es hat nachts geweint. Heute ist es wie eine Dame. Und du, warst du beim Hufschmied? Da komme ich her. Gestern sagten mir die Nachbarinnen, sie hätten dich am Ende der Ebene gesehen. Ich war erstaunt. Bist du dort gewesen? Nein, was hätte ich wohl in dem Blindplatz tun? Das sagte ich mir auch, aber das Pferd rief mir vor Spaß. Hast du das gesehen? Nein, meine Mutter. Ist sie mein Kind? Ja. Willst du eine Limonade? Mit recht kaltem Wasser. Missfällt mir, dass ihr schlecht von einem anständigen Mädchen sprecht. Aber er sagt es doch, weil er sie kennt. Weißt du nicht, dass sie 3 Jahre lang seine Braut war? Aber ich gab sie auf! Weg! Wir wollen zum Kinde gehen. Aber einen Luxus!
habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Auch recht. Was fehlt dir? Was schlug dir im Kopf? Lass mich nicht so allein. Und so? Nein! Du sollst mich ansehen und es mir sagen. Schweig! Und so? Wie gehst du lieber? Willst du schweigen? Schweig! Das Kind. Die Füße von Wunden gerüttelt, wie die Mähne von Freiwillung kommen, eine zählmalinen Dolch in den Augen. O lieber ihn ab zum Flosse, auch hier liegt zum Flosse, auf Blut entströte ich stärker, als das Wasser mich ergeht. Setzen.
weit diese Leute wohnen. Aber das Land ist gut. Gut, aber zu einsam. 4 Stunden Weg und kein Haus und kein Baum. Das ist das Ödland. Dein Vater hätte es mit Bäumen bedeckt. Ohne Wasser? Er hätte es gesucht. Sie wird sich gerade ankleiden. Einen langen Weg gehabt. 4 Stunden. Du weißt, warum ich komme. Ja. Nun? Sie haben es schon miteinander besprochen. Mein Sohn ist jemand und kann etwas. Meine Tochter auch. Mein Sohn ist stattlich. Er hat noch keine Frau berührt. Seine Ehre ist reiner als ein Betttuch auf der Bleiche. Das sage ich dir auch von meiner Tochter. Sie backt das Brot um 3 Uhr, wenn der Morgenstern noch leuchtet. Sie schwatzt nie. Sie ist sanft und weich wie Wolle, stickt alle Arten von Stickerei und kann einen Handstrick mit den Zähnen durchbeißen. Gott segne ihr Heim. Gott segne es. Wann soll die Hochzeit sein? Nächsten Donnerstag. Das Brautpaar und wir fahren im Wagen zur Kirche. Die Gäste nehmen ihre Gefährte und Pferde. Einverstanden. Sag ihr, dass sie jetzt kommen kann. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefällt. Hast du ein paar Geschenke? Danke. Nehmen wir nichts zu uns? Ich nicht. Und du? Ich ja. Wein? Er trinkt nicht. Umso besser. Ich komme morgen. Wann? Um 5. Ich erwarte dich. Wenn ich von dir gehe, fühle ich einen heftigen Riss und etwas wie einen Knoten in der Kehle. Wenn du mein Mann bist, wirst du ihn nicht mehr spüren. Das denke auch ich. Gehen wir. Die Sonne wartet nicht. Sind wir einig? Vollkommen. Leb wohl, Mädchen. Gehen Sie mit Gott. Leb wohl, Tochter. Fehlt dir? Bist du traurig, dass es mit deinem
Hörst du? Wir wollen von anderem reden. Thank you.
anderes, aber es ist sehr fröhlich, sehr süß oder sehr bitter. Was fehlt dir? Lass mich! Das sind nicht die Stunden, um traurig zu sein. Nimm den Kamm! Den Orangenblütenzweig gebracht, den sie an die Brust heften muss. Ihr habt ihn gebracht, das will ich sein. Warum fragst du, ob er mir den Zweig gebracht hat? Hast du Hintergedanken? Nein, was für Hintergedanken sollte ich haben? Du kennst mich, du weißt, dass ich keine Hintergedanken habe, aber sage mir das, was bin ich denn nicht gewesen? Öffne dein Gedächtnis, brich es auf, auf zwei Richter und eine ehrliche Hütte ist zu wenig, das ist der Stachel. Wozu kommst du? Zu deiner Hochzeit. Ich war auch von Zusammen jetzt noch mit deinen beiden Händen, ich kann dann umbringen, aber nicht das Bein. Und das Geld, das so glänzt, zeigt dein Fall. Ich will nicht sprechen, ich bin ein heißblütiger Mann und will nicht, dass man meine Stimme auf all diesen Büchern hört. Meine Tür will nicht so, könnte nicht weiterleben. Du hast nicht vergangenes auszugraben. Sie hat recht, ich dürfte nicht einmal mit dir sprechen. Aber es erhitzt mir das Blut, was du kommst, mich anzuschallen und so hinterlich den Mann in der Frage zu fragen. Miteinander plaudern? Nein, ihr könnt nicht. Nice.
Ganz zu sehen. Wir wollen sofort zur Kirche fahren. Eilt es dir so sehr? Ja. Ich will deine Familie allein mit dir bleiben und nur deine Stimme. Umarme mich so fest, dass ich mich nicht von dir lösen kann.
Willst du nicht schweigen?